eine Regel, wer kann es mir erklären? Moin, sagt man mal, wir haben Moin schon gesagt. Genau. Gesammelt schon. Ja. Da gibt es jetzt zwei Seiten, zwei Auseinandersetzungen damit, und zwar einmal visuell, diese visuelle Seite des Zeichens und dann die inhaltliche Seite. Visuell ist, wenn du einfach erklärst, eine Bewegung, eine Geste aufs Papier gesetzt, ist schon ein abstraktes Zeichen. Dieses abstrakte Zeichen wird irgendwann ein Buchstabe, aus dem Buchstaben formt sich ein Wort, aus dem Wort ein Satz und ein Text. Und so bekommen diese Zeichen eine Sprache und einen Sinn. Also so sind diese visuelle Seite. Aber inhaltlich, und jetzt wird es spannend, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen trocken, seid ihr bereit dafür? Ja. Sehr schön. Genau, inhaltlich betrachtet bedeutet Zeichen zu setzen für mich Sapere Aude. Sapere Aude ist Latein und bedeutet nichts anderes als habe Mut, um deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also deinen Menschenverstand einsetzen, nachdenken. Nachdenken über etwas, was dich beschäftigt. Mit Nachdenken meine ich aber nicht dieses Gedankenkarussell, das uns oftmals begleitet tagtäglich. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt einen langen, anstrengenden Tag hinter euch. Ich habe vielleicht einen Ärger gehabt mit einem Kollegen, mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, kann mir mal vorkommen. Und genau dieser Ärger begleitet uns als Gedankenkarussell bis in die Nacht hinein, begleitet uns am nächsten Tag, begleitet uns vielleicht über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Und genau dieses Gedankenkarussell meine ich nicht, wenn ich sage, wir sollen drüber nachdenken, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte das Gedankenkarussell durchbrechen in meiner Arbeit, für mich selbst auch. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen, und das ist hart. Ich möchte euch alle hiermit zu einer Denkrevolution aufrufen. Ich möchte gerne, dass wir das Richtige denken. Und zwar das richtige Denken in Form von wo bin ich heute und wo bin ich genau? Wofür stehe ich eigentlich? Also eine Erklärung aus dem Tun, wofür stehe ich, was treibt mich an? Das ist eine ganz wichtige Frage, was treibt mich an? Weil ich gehe davon aus, dass jedem Menschen, euch allen, ist eine Kraft in die Wiege gelegt, eine innere Kraft, eine Leidenschaft, Fähigkeiten, Talente, und diese Talente gilt es zu leben.
macht uns erst wirklich zum Menschen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir eher getrieben, wenn es im Grund steht, sind vielleicht von Besitz und Konsum getrieben und sind dadurch eher unfrei. Also das bedeutet, mein Zeichen setzen und meine Art, diese Denkrevolution an euch weiterzutragen, ist das richtige Denken. Ich trete ein hiermit für Freiheit, für selbstbestimmtes Leben, für das zu leben, für was wir innerlich leben und für unsere Leidenschaften. Genau. Und die Schrift dabei ist eine Möglichkeit. Viele Kalligrafinnen und Kalligrafen hier im Raum, aber auch draußen in der Welt kennen genau dieses Phänomen. Wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, haben wir plötzlich einen Fokus auf diese Themen. Und wenn wir jetzt unsere eigenen Worte verwenden, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter, weil wir unsere eigenen Themen sozusagen in die Kunst hinein transportieren. Und genauso ist es bei mir auch. Ich verwende dann die Schrift dazu, um meinen inneren Themen sozusagen einen Körper, einen Boden zu verschaffen. Und dann spielt es bei mir auch keine Rolle mehr, ob die Schrift jetzt wirklich mit der Hand, in Handschrift geschrieben ist, oder ob ich kalligraphisch arbeite, also mit einer historischen Schrift, oder ob ich ganz seit ein paar Jahren arbeite mit Siebdruck, also oder ob ich eben dann mit Siebdruck diese Worte aufs Papier bringe. Genauso wenig entscheidend ist für mich, ist es lesbar oder ist es nicht lesbar? Ist es schön geschrieben oder manchmal vielleicht sogar hässlich, recht, witzig, provokant, egal. Hauptsache in dem Moment entspricht es meinem eigenen Tun und meinem innersten Gefühl und genauso will ich es auch hier abwenden. Genau. Ja, ihr lieben Leute, toll, dass ihr alle da seid. Bevor wir jetzt hier das Fest nochmal feiern und zelebrieren, lasst mir nochmal Danke sagen. Danke, Charlotte, danke an Peter, danke an dein ganzes Team für die super Organisation hier, dass ich die Gelegenheit habe, hier meine Werke in der tollen Galerie Schacko zu präsentieren. Danke auch an Sabine, sie ist gerade auf der schönen Insel Mallorca auf der Galerie Schacko. Genau, sie hat mir auch sehr viel geholfen. Danke dafür. Danke an meinen Mann, an meinen Geliebten, an meinen Manager, meinen Ausstellungsleiter, meinen Lars Löhr-Kauer. Danke an den Mann. Manche wissen es schon, andere wissen es noch nicht. Alle Werke rahmen mein Alexander an mich, weil er hat Versolder und Restaurator gelernt und so. Ich finde, machst du erstmal ein Werk. Und noch einmal ein großer Dank an euch alle, ey, dass ihr hier seid. Wie toll ist das für mich? Wirklich eine ganz große Ehre. Ja, schaut euch die Bilder an, lasst uns miteinander feiern. Was möchte ich noch sagen? Ein kleines Werbung natürlich am Rande, wenn jemand so Bild kaufen will und etwas von mir mit nach Hause nehmen will. Sehr gerne. Ich würde mich darüber freuen, denn was ist die Kunst ohne den Betrachter, ohne den, der auch die Leidenschaft mitteilt? Dann wäre es nur leere Gesten in irgendeinem Raum. Ja? Auch nicht so toll. Egal, wie auch immer, ich freue mich jetzt wahnsinnig, mit euch diesen tollen Abend zu geben. Danke für eure Aufmerksamkeit und lasst uns ein Zeichen setzen für Kunst, für Freude, für Leidenschaft und für diesen Abend. Vielen Dank. Ja, genau, das Befehl sowieso und alles das Ganze. Ein paar persönliche Worte bitte zum Schluss. Vielen Dank, ich freue mich, dass heute hier auch nicht ganz, ganz wenig Leute sind, sondern ein paar wenigstens noch gekommen sind durch die Baustellensituation. Hier waren wir in der nicht besonders verwöhnt an dieser Stelle. Man kann nichts gegen das Altwerden tun, aber man kann verhindern, dass das bei schlechtem Wetter passiert. Diesen Spruch haben Sie alle schon mal gehört und ich habe ihn beherzigt. Seit gut 3 Jahren lebe ich oft auch mit meinem Mann. Mit deinem oder mit deinem? In meiner neuen Galerie auf Mallorca in Santanin. Das macht sehr viel Spaß. Der Kunsthandel macht dort viel Spaß und ist sehr angeregt.
bei herrlichem Sonnenschein und empfindet internationale Abnehmer. Deshalb wird es ab Oktober auch noch eine kleine Dependance in Palma geben. Diesen Standort hier werde ich aufgeben. Die gut gebuchten Kurse werden mit Spitzendozenten in unserem Haus im Rotmarkt stattfinden. Dann ist da wenigstens mal wieder was los. So ist das dann. Und so sage ich heute zum letzten Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Vergnügen an der Kunst. Lassen Sie sich inspirieren. Ganz vorsichtig, immerhin habe ich noch ein paar Monate hier zu verbringen. Der Alkohol muss ausgetrunken werden. Und alles, was heute in die Kasse kommt, an der Stelle geht morgen für Afrika zu einer Organisation. Seien Sie großzügig, setzen Sie Zeichen. Danke. Tschüss.